seht ihr mich wieder im potenziellen neuen Kinderzimmer von Melina und Amy. Hinter mir ist die Wand, schon fast weiß. Wir haben heute schon einiges gemacht. Und die letzten paar Tage war ein Sanitär da bei uns. Und der baut uns das untere Bad aus und das obere WC. Da zeige ich euch heute mal den Fortschritt, was so passiert ist in der letzten Zeit. Und jetzt gehen wir mal hoch. So, jetzt sind wir mal oben, oberen Stockwerk. Mal extra Licht einschalten. So, da hat sich was getan. Da ist jetzt ein Abflussrohr, war vorher nichts. Und am Wochenende kommt noch der Elektriker, macht da den Rest. Endlich mal Licht, weil ich nur den Rest, wo er verbaut hat. Oder noch verbauen wird, weiß nicht. So, dann leuchten wir mal da rein. Da kommt das WC hin. Ist jetzt schon vorbereitet. Da ist die Lüftung drin. Und da, also hat sich beides angezeichnet, da kommt eigentlich geplant das Waschbecken hin. So, das ist das obere Bad. Den Boden habe ich am Zehner fertig gelegt, jetzt fehlt nur noch das. Und am Schluss dann noch die Fliesen und die Elektrik. Und dann haben wir ein zweites WC. Und da haben wir jetzt den Heizkörper hinsetzen lassen. Da ist die neue Leitung, die verläuft oben entlang. So, noch weiter, noch weiter, noch weiter. Und da ist der Heizkörper von der Küche. Fängt oben an und da ist die Verbindung, wo dann nach unten geht. Und so geht es dann raus im Heizraum. Da sind noch die alten Fliesen, wo auch unten verbaut waren, weil früher war das ja eine Küche. Hatten wir auch kurz in Verwendung. Da steht noch die Badewanne von uns. Die wird dann auf die andere Seite kommen, also hierher, wo Amy jetzt gerade steht, gell? Und da kommt der Waschtisch hin. Kommt dann noch das WC hin, dann haben wir im Endeffekt im Haus dann drei WCs, wo wir dringend benötigen. Dann hat Mike mit Lea heute noch ein bisschen die Tapeten abgelöst und das wird eben darauf von Melina und Amy. Wir schauen, dass wir den jetzt bald fertig bekommen, Elektroinstallation neu machen, die Tapete drauf, dann kommen die Mädels rein, weil Melinas größter Wunsch ist ja, ein eigenes Zimmer zu haben. Sie hat ja lange Zeit bei uns im Familienbett geschlafen, danach im Hausbett, also aktuell auch noch im Hausbett. Und das kommt dann alles rüber ins Zimmer, wo wir gerade renovieren. Und da kommt dann auch Amy rein. Sie braucht dann noch ein neues Bett. Bei ihr wird es aber am Anfang, glaube ich, nur ein Spielraum bleiben, dass sie noch länger bei uns im Familienbett schlafen möchte. Aber zumindest können wir dann die Spielsachen besser ordnen und verräumen. So, dann blende ich noch kurz ein, was wir heute so geschafft haben, baumäßig. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!